Werkzeuge braucht ihr heute? Feste Pappe, weißes Papier, eine Schere, Bleistift, einen schwarzen Stift, ein Zirkel, Radiergummi, flüssigen Kleber, Korken, Buntstifte oder Filzstifte, ein Lineal und noch Kordel oder irgendwelche dicke Wolle und eine Perle. Und schon kann es losgehen. Als erstes brauche ich mein weißes Blatt Papier, meinen Zirkel und ein Lineal. Mein Spiel wird einen Durchmesser von 18 cm bekommen und deshalb stehe ich meinen Zirkel jetzt bei 9 cm ein. So, und male mir jetzt einen Kreis auf mein Blatt Papier. Ich schaue gerade, ob es passt. So, und einmal rundherum. So. Das ist jetzt die äußere Linie meines Spiels. Jetzt kommt die Perle ins Spiel. Ich möchte jetzt einen nächsten Kreis und dann noch weitere Kreise aufzeichnen. Die müssen aber so weit voneinander entfernt sein, dass meine Perle gut durchlaufen kann später. Meine Perle hat einen Durchmesser von 1,5 cm, deshalb ist es für mich gut, wenn ich die jetzt in 2 cm Abstand male, diese Kreise. Das heißt, jetzt gehe ich 2 cm nach innen. Oder nein, ich mache es anders. Moment, wir machen es mit dem Lineal und malen jetzt einfach schon mal die einzelnen Punkte auf. Dann haben wir gleich die Größe unserer Kreise. Das heißt, hier waren wir bei 9 cm, dann machen wir 7 cm, 5, 3 und 1. Das machen wir auf der anderen Seite genauso nochmal. So, da müssen jetzt unsere Linien dann durch, unsere Kreise. Das heißt, dann brauchen wir auch gar nicht mit dem Lineal abmessen, sondern wir können einfach hier schauen, dass es ungefähr passt. So, jetzt ist der Anfang von dem Spielplan schon mal fertig. Meine Perle soll später durch das Spiel hindurchlaufen. Und jetzt brauche ich Verbindungen. Also Öffnungen, damit sie von einem Kreis zum nächsten kommt. Dafür brauche ich jetzt mein Radiergummi und radiere mir einfach die Öffnung rein. Ja, auch so ein kleines Stück freilassen. Das mache ich jetzt in der nächsten Runde wieder an irgendeiner Stelle. Und auch dann da wieder schauen, dass die Perle dann nachher gut durchpasst. So, mein Spielplan ist jetzt erstmal soweit fertig. Es ist eine sehr einfache Variante meines Spiels, aber ich denke mir für den Anfang ganz okay. Damit mein Spiel auch nachher besonders hübsch aussieht, werde ich es noch mit Buntstiften anmalen. Das kann man jetzt natürlich machen, wie man Lust und Laune hat. So, jetzt ist mein Spiel schon mal schön farbig geworden. Damit ich die Eingänge für meine Murmel noch mal richtig sehen kann, markiere ich mir das gerade jetzt noch mal mit so einem schwarzen Punkt, dass ich nachher nicht das Problem habe, dass ich es nicht mehr wiedererkenne. Ich muss jetzt auch nicht genau die richtige Größe haben, nur dass ich das sehe. Genau, so müsste es eigentlich passen. Als nächstes klebe ich dann mein Blatt Papier auf meinen Karton.
schneide ich das Ganze aus. Das ist ein bisschen schwierig, das mit dem Ausschneiden. Falls ihr noch recht klein seid, könnt ihr euch ja vielleicht von Geschwistern oder Eltern helfen lassen. Das ist jetzt also unser Spielbrett. Als nächstes brauchen wir noch eine Kordel. Ich habe hier jetzt zwei verschiedene. Einmal kann man eine komplett um den Rand außenrum kleben als Begrenzung für unser Spiel. Und dann markieren wir damit quasi den Weg, den die Murmel dann oder Kugel dann nehmen soll. Am günstigsten ist es, wenn ihr von innen nach außen arbeitet, denn dann kommt ihr mit euren Händen dann nicht mit dem Klebstoff dann so in Berührung, wenn ihr oder verschiebt euch dann nochmal euer Geklebtes. Also ich fange jetzt mit dem inneren Kreis an. Ich mache mir hier Kleber drauf. Es ist auch nicht schlimm, wenn der jetzt ein bisschen drüber geht. Wir lassen es nachher dann sowieso trocknen, bevor wir dann losspielen. Kordel dann ein bisschen vielleicht vorne glatt schneiden und dann einfach mal hier drauf bringen. So, dann schauen wir, was abschneiden müssen ungefähr. Gucke ich nochmal, ob das mit der Perle so funktioniert. Ich glaube, das ist gut. Wenn euer Loch dann oder eure Öffnung jetzt zu klein wäre, dann schneidet ihr einfach ein bisschen von der Kordel noch weg. So, jetzt kommt dann die nächste Runde. Wieder den Kleber. Hier alles aufstreichen. Von einem Teil der Öffnung bis zum anderen. Und die Kordel wieder draufkleben. Achtet dann darauf, dass eure Kordel oder euer Faden dann so ein bisschen dicker ist, damit die Kugel nachher nicht runterfällt. So durchpasst. So, das passt auch. Nächste Runde. So, jetzt ist das Spielfeld eigentlich fertig. Die äußere Umrandung möchte ich in meinem Fall gerne rot machen. Funktioniert genauso wie gerade eben. Nur einmal komplett außenrum. Am Schluss habe ich mir überlegt, werde ich jetzt gerade diese Öffnung noch ein bisschen mit einem schwarzen Stift versehen, damit man auch wirklich weiß, wo dann die Perle durchlaufen soll. Dafür muss das natürlich jetzt alles richtig trocken sein, das werde ich dann gleich nochmal machen. Hier ist überall noch ein bisschen viel Kleber. Ganz am Ende klebt ihr jetzt auf die Rückseite einen Korken fest, dann könnt ihr nämlich euer Spiel später super gut festhalten. Das werde ich jetzt auch gerade noch machen. Also einen Korken von einer Weinflasche könnt ihr da nehmen. Oder wenn ihr nicht habt, vielleicht ein kleines Stückchen Holz oder einen kleinen Baustein oder irgendwas, etwas, womit man das dann gut festhalten kann. Das muss jetzt natürlich auch gut antrocknen. Und wenn es dann fertig ist, dann sieht es dann im Prinzip so aus. Das Spiel, was ich jetzt gebastelt habe, ist die einfachste Variante dieses Spiels. Da meine Murmel oder Kugel immer von dem äußeren Kreis dann in den nächsten wandert, bis sie im Ziel ankommt. Das geht aber auch noch einen Tick schwerer. Hier habe ich versucht, ein paar Sackgassen mit einzubauen und euch werden da bestimmt auch noch weitere Varianten einfallen und es macht super viel Spaß, das auszuprobieren.
Wenn ihr jetzt noch ein paar andere Familienmitglieder motivieren könnt, auch noch ein Spiel zu basteln, dann könnt ihr natürlich auch einen kleinen Wettkampf starten. Jeder kreiert ein Spiel und jeder muss jedes Spiel einmal spielen. Ihr könnt dabei die Zeit stoppen und vielleicht werdet ihr dann der Labyrinthkönig. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.